Hallo Leute, Digitalisierung und das bedingungslose Grundeinkommen sind hochaktuelle Themen, die auch bei uns in der Partei heiß diskutiert werden. Wir haben uns gefragt, was sagen Dietmar Bartsch und Katja Kipping zu diesen Themen? Seht selbst. Danke, dass du erstmal Zeit nimmst für die Fragen. Das sind Fragen, die wir vor allem auf Social Media gestellt bekommen haben. Aha. Die erste Frage ist, bezieht sich auf das Thema Digitalisierung. Das ist ein Thema, womit sich die FDP vor allem brüstet immer. Bei denen geht es aber vor allem um einen wirtschaftlichen Fokus, heißt etwa wie Daten aus, als Öl des 21. Jahrhunderts. Unsere Frage, plant die Linke beim Thema wie Datenschutz oder Beendigung der flächendeckenden Überwachung präsenter zu sein? Ja, bei der flächendeckenden Überwachung wollen wir nicht präsenter sein. Aber das Thema Digitalisierung ist für uns natürlich eine Riesenherausforderung. Okay. Ich betrachte das zuallererst als Chance für eine Linke. In Abwandlung von Lenin würde ich sagen, Digitalisierung plus Demokratisierung ist der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Deswegen Chancen nutzen bei klaren datenschutzrechtlichen Grundlagen und vor allen Dingen unter der Beachtung von Minderheiten. Minderheitenschutz, Zugang für alle muss realisiert werden. Dann kann Digitalisierung ein linkes Projekt sein. Und Digitalisierung hat ja auch damit zu tun, dass in der Wirtschaft, der Industrie dann die Angst der Menschen so gesehen ein bisschen wächst, weil Arbeit durch künstliche Intelligenz übernommen werden kann und auch wird wahrscheinlich. Die Frage ist, wie nehmen wir diese Angst der Menschen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren? Auch das ist natürlich ein Punkt, den die Linke besetzen muss. Ja, es sind doch bisher auch schon Arbeitsplätze freigesetzt worden, aber an anderen Stellen auch welche geschaffen. Das Problem ist, dass sie jetzt häufig schlechter bezahlt werden. Und unsere Aufgabe muss sein, diesen Fortschritt nutzbar zu machen. Es ist vielleicht sogar eine Chance, das Auseinanderdriften bei Einkommen und Vermögen und bei Arbeit einzufangen über das Thema Digitalisierung, wenn wir es richtig besetzen. Den Umschwung zum nächsten Thema mache ich mal damit, dass es ja auch ein Thema sein könnte, mit BG, also bedingungsloses Grundeinkommen, irgendwie das zu schaffen, dass Menschen weniger arbeiten und die Angst ein bisschen verkürzt wird. Du lächelst jetzt schon. Ja. indem man denen zusichert, dass sie bedingungslos ein Grundeinkommen bekommen. Also die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen ist sicherlich eine der spannendsten überhaupt. Das wird ja auch nicht nur in der Linken diskutiert, sondern weit darüber hinaus. Und ich finde, das sollten wir auch weiter so tun. Ich glaube aber, dass die bisherige Debatte noch einige Schwächen hat. Ich mache es jetzt mal ganz schlicht. Also hätte es ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben, als ich 16 war, wäre ich heute nicht Fraktionsvorsitzender der Linken, sondern ich hätte über viele, viele Jahre das genutzt und hätte vor allen Dingen den Freuden des Lebens gehuldigt. Deshalb, das ist ein Grund. Aber insgesamt jetzt wieder ernsthaft. Ich glaube, dass wir die Diskussion weiterführen müssen. Ich glaube, dass wir abwarten sollten, was aus den Tests, die es jetzt ja gibt, auch in Finnland, auch in anderen Ländern, dass man dort Ergebnisse anschaut, dass man vielleicht auch nochmal nachdenkt, wie das mit den sozialen Sicherungssystemen zu verbinden ist. Diese Diskussion weiterführen. Bis heute bin ich nicht überzeugt. Aber von sanktionsfreien Mindestsicherung bist du schon überzeugt? Davon bin ich überzeugt. Das wiederum ist ja etwas anderes, wenn wir sagen, eine Mindestsicherung in diesem reichen Deutschland, aber auch in Europa, letztlich sogar in der Welt, dürfen wir es nicht zulassen, dass Menschen in Armut leben. Es ist genügend Geld da und deswegen sage ich sanktionsfrei, niemand muss in Armut leben, weder ein Mensch im Rentenalter noch Kinder. Das bleibt und ist inakzeptabel für die Linke. Danke dir. Bitte.